Hallo liebe Freunde der gepflegten Fußballunterhaltung und da sind wir wieder zurück zum Football Manager 2013 mit mir, dem André und dem. Ja, Daddy. Genau. So. Mein Stöbel Gucken wir erstmal hier die Übersicht, so sieht die Statistik ein bisschen aus. Ja, hier unsere Trikots, die alle recht langweilig aussehen. So, wie gesagt, der Danny hat schon mal nach Logos, gut, also dass man das hier mit rein. Ja, ich habe mal in dem Forum da geguckt, wo wir da eben so immer rumgucken. Und irgendwie habe ich nichts mit Logos gefunden. Keine Ahnung. Ja, Egal. mal gucken. Hauptsache, Spiel läuft. So. Ja, Spiel läuft. Reicht aus. Dorgan. Dorgan würde ich auch sagen. So, was haben wir heute? Heute haben wir ja Samstag. Samstagsfolge müsste das sein. Mensch, krass. Was? Wer? Heute Ezekiel Abend, fragt noch die Leute. Reihe zu beenden. Ich habe hier nicht genügend Spielpraxis erhalten und hoffe daher, dass sie meine Leihe beenden werden. Wer ist das? Kriegen wir auf den? Der ist doch bestimmt Jugendwichser oder sowas, ne? 21 ist der geliehen Nee, von der. Betis. Ach so, nee, das ist einer, den wir im ersten Team sogar haben. Oh, Der will nicht mehr, oder was? ja, ich habe hier nicht genügend Spielpraxis erhalten und hoffe daher, dass sie meine Leihe beenden werden. Anfrage. Nö, Anfrage ablehnen. Fick dich. Nüscht es. Du bleibst. Muss ich da durchsetzen Ja, halt. eben. Was soll denn das? Was sind das für Pussys? Ja. Fresse. Nö, nüscht es. Kann man vergessen. Nicht machen. Dann stehen wir mal da, oder was? Wenn der noch verletzt ist und dann. Nee, der muss verliehen sein. Nein, den haben wir ausgeliehen. Oder? Ich habe hier nicht genügend. Ich habe hier nicht genügend Spielpraxis Ach so, erhalten. ja. Dann guck doch mal in den Kader drin, der steht bestimmt, der steht doch da oben, dass der bei uns ist. Freiburg. Von wem haben wir den? Wo steht das? Hast du nicht irgendwas mit Real Betis gesagt vorhin oder sowas? Keine Ahnung. Hey, Kader, Oder wo hast du das gesehen? Was? Ich habe gar nichts mit Real Betis gesehen. Nicht? Aber Verfügbarkeit von Betis ausgeliehen. Ah, hier steht's. Naja, das melde ich doch, das hast du doch vorhin gesagt. Du hast doch irgendwas mit Betis gesagt. Habe ich doch nicht geträumt? So. Ich steh's da, bleibt Der ist doch. Reservist, aber muss er mit leben. Muss er sich, weiß ich nicht, noch mal einsetzen. Der saß schon auf der Bank, das ist doch schon mal ein Fortschritt gewesen. Komm jetzt, Dorgan und Fresser. Dorgan, Soll ich das nicht zu Fußball knallt. sehen, ja. 7 Tore gegen Schalke. Ja, wo auch ein ganz schön fettes Programm, ne, zum Start. Oh ja. Hamburg, Leverkusen, Hoffenheim, Schalke. Junge, Junge. Na, ich muss mir den jetzt die Punkte klauen, so gut es geht. Ja, aber machen wir. So, hier die Ergebnisse vom Samstag. Augsburg, Dortmund, alle gut, haben sich alle gut geschlagen Ich müssen. weiß nicht, ob wir jetzt Tabelle gehalten haben. Wir hatten ja Freitagsspiel gegen Hoffenheim. Guck mal Tabelle. Warte, erstmal noch eine Nachricht. Bundesliga-Überblick von Samstag. Insgesamt waren 12 Teams aktiv und erzielten dabei 15 Tore. Das beste Spiel war die Partie in Naja, ist Arena. egal. Egal. Übersicht. Ja, Bundesliga da oder was weiß ich hier. Wir sind Ja, Platz ja. 3. Was? Auch da haben die uns wieder überholt. Hier nochmal die genaue Tabelle. Ja, da haben die uns alle über. Tordifferenz. Naja. Was? Wir haben erst ein Gegentor? Ist ja geil. Ja. Wir sind damit genauso sauber fast wie Dortmund. Ja, Schalke aufgrund der mehr geschossenen Tore vor uns. Schade. Naja, gut, dann mal Dorgan. Dann erstmal Dorgan. Wir haben Wir wissen noch gar vergessen. nicht, ob wir das richtig aussprechen. Falls hier niederländische Zuschauer dabei sind, Haben Sie Pech? nee, nicht haben sie Pech, sondern sagt uns mal, ob wir das richtig aussprechen. Das, da oben rechts, das. Dorgan. Wird schon stimmen. Muss, hä? Ich denke mal. Dorgan! Wen Keine Ahnung. entlässt Vollmann? Peter Vollmann wurde Hä? von mir Was hat entlassen. uns das zu interessieren? Ja. Was ist denn das? Warum melde ich? Folgende Meldung haben Sie abonniert. Dritte Liga abbestellen. Abbestellen, ja. Ich meine, ja, schön, aber Wollen wir nicht wissen. So. langweilig Genau. und stopft bloß.
unser Posteingang zu. Ja, genau. Müsste eigentlich bei Spam landen. Aber kein Spam-Ordner anscheinend. So, hier nochmal vom... Welcher Tag ist das? Sonntag. Das müssten die Sonntagsspiele sein, ja. Ja. Oh, what? Fürth? Gegen Bayern? Alter, was ist denn da los? Dortmund hat ja schon Bayern am ersten Spieltag ganz schön weggehauen. Da gucken wir gleich mal Überblick. Will ich mal wissen, wo jetzt Bayern steht. Europäisch. Mittelfeld, Elfter. Aua, das tut ja weh. Verletztenliste. Geil. Wir sind wir da ganz unten, geil. Wir haben keine Verletzten. Und Dortmund und Leverkusen auch nicht. Steig mal ab in der Verletztenliste. Ja. So, Elfter, das tut natürlich weh. Das ist, glaube ich, für Bayern so schlechteste Saison schon seit langem. Boah, keine Ahnung. Ein Sieg haben sie, zwei Niederlagen, naja. Noch kein Beinbruch. Aber bald. Ja. FC Schalke, Sportdirektor. Ein Scout-Bericht, den kann man sich ja vielleicht mal angucken. Teambericht. Ein bisschen. Zuweisung ansehen. Für diese Zuweisung wurde keine Bedingung ausgewählt. Ja, das ist der Heini, der für uns scoutet oder sowas. Und der Talentsucher ist das. Achso. Teambericht erzielte Tore. In den letzten 11 Spielen wand der FC Schalke zwei verschiedene Formationen an mit 780 Minuten, am häufigsten ein 4-2-3-1. Schalke schoss in dem Zeitraum die meisten Tore, wenn sie in einem 4-2-3-1 agierten. Im Schnitt also 39 Minuten. Insgesamt erzielte der FC Schalke in dieser Zeit 23 Tore und kassierte 13. Oh. Ja. Also Schalke wird ein fetter Gegner. Scouting-Update von Piller. Wer ist das? Sportdirektor. Robert Piller zusammengefasst. Geh mal auf den drauf, Robert Piller. Talentsucher, ach so, den stellen wir ein, oder was? Ach nee, der ist schon da. Der ist schon eingestellt, ja. Was ist das? Ach so, was hat denn der gescoutet? Berichte, das sind jetzt die Spieler. Ach so. Können wir uns eine Pratze da raussuchen? Brauchen wir noch einen? Ne, aktuell nicht. Aktuell ist sowieso der Transfermarkt zu. Ja, scheiße, geht nicht. Ich meine, für die Winterpause, aber gut, wir haben gerade keinen Bedarf. Eigentlich nicht. Wir kennen das Team noch viel zu wenig, dass wir jetzt sagen können, da wird's enge. Ja. Das wäre ich auch so. Guck mal, jetzt noch nicht. 3 Siegen gestartet. Besser geht's ja nicht. Und unser Ziel ist ja sowieso, mal woanders zu landen, sicherlich, ne? Wieso? Hier ist doch schön. Echt? Weiß ich nicht. So, gucken wir mal. Mainz, das war im TV, führt. Ne, oder kommt noch im TV. Anschluss 2030. Was ist das hier? Ach, Freitagsspiel ist das dann, aha. Santini bekommt Fußballer der Woche. Siehst du, diesen Santini, den haben wir ja auch nur ausgeliehen. Wollen wir versuchen, den mal fest zu verpflichten. Ich meine, 3 Spiele sind jetzt erst gespielt, aber... Der hat ganz schön eingeschlagen. Würde ich auch sagen, das denke ich mal. Geh mal auf den drauf, ob man den vielleicht schon was anbieten kann oder sowas. Spieler sprechen. Ja. Was kann ich für Sie tun, Chef? Vertragsstatus. Gehaltszahlung, Vertrag auflösen. Zufriedenheit, Transferstatus. Geh mal auf Transferstatus. Ah. Leistung. Rat, Leistung, Länderspiele, Entwicklung. Kann man gar nichts machen, oder was? Gehen wir auf Entwicklung. Oder überhaupt mal. Spielanleitung, Trainingsniveau. Kannst du irgendwas? Aber Zufriedenheit, stand da was? Ne. So, nö, der wird zufrieden sein. Kannst du auch nicht auswählen. Du kannst nämlich nur, sehe ich gerade. Ich dachte, wir können jetzt vielleicht schon den irgendwie fragen, ob er hier eben bleiben möchte. Ich meine, okay, ist ein bisschen früh. Rat, Personalaufstockung empfehlen. Kroatien kommt der ja. Verpflichtung empfehlen. Mann, da eben. Oh, toll. Ich brauche einen. Was? Ach so, ob der uns jemanden empfehlen kann oder was? Ich brauche einen Stürmer, da können wir den fragen, ob er eine Idee hat. Naja, das ist ja Quatsch jetzt.
Nee, oder? Das war ja Quatsch. Ich brauche eigentlich. Nee, ach, lass das. So ein Blödsinn. Nee, es geht eigentlich jetzt darum, dass der. Ja, du bist ja auch bei Rat, ist ja klar. Dann fragt man den nach Rat und. Nee. Geht ja jetzt eigentlich darum, zu wissen, ob der hier bleiben will. Willst du hier bleiben? Wir kennen uns erst seit ein paar Tagen. Ja. Verpflichtung ja. empfehlen oder Personalausstattung empfehlen. Länderspielleistung. Ja, wir können den höchstens sagen, hier Trainingsniveau oder ja, mach mal Trainingsniveau. Ob man den vielleicht loben kann oder so. Das ist ja Quatsch, das ist ja mehr Kritik hier alles. Ja, sie müssen sich im Training verbessern. Ja, wenn er scheiße ist, kannst du das dann sagen. Ich möchte gern, dass sie mich, dass sie als ein routiniertes Mitglied der Mannschaft. Ja, mach mal zu. Nee, Zufriedenheit war ja nichts. Wir können den ja nicht. Können wir den nicht anwählen, wir können nur hier Trainingsniveau machen. Spieler zeigen. Gehen wir auf Transfer. Ja. Angebot machen, na. Also. Oh, okay. 3 Millionen, das ist okay. Nächste Möglichkeit. Na gut, ich war unser Budget, ich weiß, ja, könnte sein, dass es noch steigt im Laufe der Monate. Also Angebot machen, machen wir so? Ja, machen wir einfach mal. Machen wir jetzt einfach mal hier. Diese Nachricht, wo, Ja, ist egal. Ja, mach ja einfach. Kriegen wir ja eh wieder, selbst wenn das ankreuzt. Freiburg-Spieler in der 11. der Woche gewählt. Und da wurden gewählt von uns... Santini, Caligiuri. Ja, das war's. Immerhin. Medizinischer Bericht über Tobias Klein. Weil das der rechte Verteidiger Tobias Klein durch ein... Klein ist doch bestimmt irgendwo, was weiß ich wo. Was ist das hier, Freiburg zur Wähler Mannschaft? Ja, das ist nicht so. Da gibt's einen Trainer für. Todkripp bemerkte, dass sie am Freitag keine Sitzung mehr mit ihren Mitarbeitern anberufen haben. Ihr Personal hält einige Informationen für sie bereit und hofft, dass sie Zeit finden in naher Zukunft. Ja. Machen wir jetzt, komm. Laut Fussler ist das hier ein individuelles Trainingsprogramm. Ja, das nehmen wir natürlich an. Ja, jeder kriegt hier jetzt hier eine Runde individuelles Training. Schweiz denkt, dass Julian Schuster davon profitieren wird, einer Freistoße kraftvoller schießt. Ja. Oh. Ja, das könnt ihr euch so durchlesen. Ich werde das jetzt hier nicht alles durchlesen. Echt, ey. Könnt ihr auch lesen. Ist der Meinung, dass Maxim Kalli zur Leihe freigegeben werden soll? Das wäre seine. Wäre gut für seine Entwicklung, ja. Wer weiß, von welcher Gruppe der jetzt ist. Guck mal an, wo der ist. Bestimmt 2 oder U19. 2, gut. Ja. Ja, ja. Hau ab. Ja. Hau ab. Oh, du auch. Was soll ich jetzt Klose. Geben, unsere besten gerade? Dennis Klose, aber nicht verwandt mit Miroslav, oder? Nee. Naja, klar, alle Klose sind mit Miroslav verwandt, natürlich. Ja, konnte ich hin. Ja, genau. Ich weiß nicht, was die was für Familie Klose alles macht. Ja, die hängen überall ab. Mit Mädchen sprechen. Hallo, mein Name ist, ach du Scheiße, Kawaja, sag ich einfach mal blöd. Ich berichte für der europäische Fußballkurier. Ihr Pressesprecher sagte mir, sie möchten über Jens Keller reden. Wer ist das? Der Trainer von Schalke ist das. Ah, okay. Stimmt. Ach, hier haben die ja Jens Keller noch. Ja, stimmt, hier haben die ja schon Jens Keller. Warum das denn? Wir sind doch erst bei September 2012. Da haben wir schon das Update, dass hier Jens Keller dabei ist? Okay. Ja, ich glaube, das haben die schon mitgemacht, dass das schon drin ist, dass das die aktuellen Transfers und alles ist. Weil, ja, naja, fast. Ja. Okay, was kann man jetzt hier antworten? Schalke sieht für mich nicht wie ein... Achso, jetzt kann man ja sagen, über was man ja... Saisonziele. Nee, hallo, mein Name ist... Ich berichte... Trainer, komm, wir reden mal über den seine Trainerfähigkeiten. Gehen wir auf Trainerfähigkeiten. Da oben. Auf Trainerfähigkeiten. Ach so, oh. Wie mies. Wir wollen doch jetzt nicht über Saisonziele reden. Das ist doch gar nichts. Das ist ja echt. Ja, na ja, komm, dann. Ja, da geht's dann aber nur über den Keller.
Jemals? Ja, das war auch beim letzten Mal so. Das hat man ein bisschen falsch verstanden beim letzten Mal scheinbar. Da sollten wir doch über diesen Fink reden von Hamburg. Keller hat solch einen fabelhaften Mannschaft mit der. Ne, das sage ich ganz bestimmt nicht. Er muss sich glücklich schätzen, dass er bei der Aufstellung die Qual der Wahl zu haben. Scheiße, wir so groß. Niemals. Eine große Ehre und ich bin mir sicher, dass ihr Jens das bewusst ist. Ich glaube an meine Spieler und wir können hier für Verunsicherung sorgen. Ja, das. So, sagt er, das ist interessant, aber was halten Sie vom Menschen, Jens Keller? Weiß Ich ich doch verstehe nicht. mich sehr gut mit Jens, wir kennen den gar nicht. Ich würde es eher so sagen, ich bin sein größter Fan, natürlich. Ich denke, es ist vielen Leuten klar, dass ich nicht sind nicht der größte Fan. Ich würde lieber über ein anderes Thema Aber sprechen. Jens Keller ist ein das ist der netteste überhaupt. Lieber ein anderes. Naja gut, man muss sich ja ein bisschen lieb stellen, sage ich mal, mit den Kollegen. Ne? Eigentlich nicht. Deswegen. Ist mir Pucki. Ja, komm, anderes Thema. Anderes Thema, was sehe ich denn da über den sagen? Ich kenne ihn noch nicht. Ich verstehe, was Sie meinen. Gibt es sonst noch Wissenswertes? Nö. Keine Ahnung. Jobeignung. Komm, wir reden mal darüber, was dann nicht geeignet ist für den Job. Schalke und die Fans können stolz auf ihren Trainer sein. Was? Ne. Keller sieht mir nicht immer nach der richtigen Person für den Job bei Schalke 04 aus. Das ist ein Ich bisschen. weiß. Also, das ist ja meine Meinung. Ich finde diesen Jens Keller Also jetzt ja. nicht. Jetzt ein echt, wirklich. Ja. Also, ich habe es nicht ganz verstanden, warum man mit denen einen Vertrag verlängert hat. Ist für mich so ein, ja, ist so ein Trainer, der eigentlich nur so die Jugendmannschaften beziehungsweise die Amateurmannschaften trainieren kann. Aber ja, weiß nicht. Der kommt mir so, weiß nicht, der hat irgendwie keine wirkliche Ausstrahlung so. Was soll man da sagen? Job eigentlich, ich glaube, da können wir eigentlich gar nichts zu sagen, weil wir. Jens verdient Respekt für seine Arbeit bei Schalke. Ich bezweifle, dass Keller die richtige Person ist, um Schalke 04 Erfolg zu Können wir nicht bringen. darüber reden, dass die einen guten Saisonstart oder so eine Wichse hatten? Das muss man ja mal festhalten. Die hatten ja. Titelchancen des Gegners, das könnte so sein. Schalke wird am Ende ganz cool. Oh, Schalke sieht für mich nicht wie ein Titelaspirant aus. Wissen wir ja nicht. Ja. Keller hat eine gute Mannschaft und wenn die Dinge entsprechend laufen, werden sie eine Chance auf den Titel haben. Ich habe meine Zweifel auf Schalke Aber mir 04. ist klar, warum Schalke als Titelfavorit. Das ist alles schon titelbezogen. Die Saison Mama ist. ist zweiter, nimm mal zweiter. Keller hat eine gute Mannschaft und wenn die Dinge entsprechend laufen, werden sie gut auf den Titel haben. Ja, komm. Bist du dir sicher, dass wir das sagen wollen? Naja, eine gute Mannschaft hat er ja bestimmt, aber macht er denn auch was daraus? Das bezieht sich jetzt aufs Managerspiel, ne? Das wollte ich Und gerade hier muss sagen. man ja sagen, hier ist Schalke ja gut gestartet. Das sollte genug für den Herausgeber sein. Wir hören voneinander jetzt. Ja, mal gucken. Wie finden Sie den als Mensch? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Andreas Grunberg empfiehlt von einem kommenden Spieler. Ja, jetzt geht's in Nachrichten. Ja. So. Was? Sieht Gefahr. Oh, jetzt meldet sich wieder so ein Ex-Freiburg-Spieler, der ja uns warnt. Schiedsrichterdaten. Ah, hier haben wir was zum Favorit für Freiburg-Spiel. Das sind jetzt Schiedsrichterdaten. Was ist das jetzt hier? Ist ein klarer Favorit in dem Heimspiel. Doch wie viel berichtet, wird man sicherstellen, dass man gegen Freiburg einen professionellen Job erledigt. Freiburg hat zuletzt vieles erreichen, alle eigenen Ziele getan. Das heißt, wie liegt man auf dem dritten Platz? Titelkandidat Schalke hat. Ist das, wann sind die Titelkandidat? Ja, Kandidat. Kandidat. Schiedsrichterdaten, wollen wir uns die angucken? Nö. Nein, nicht wirklich. Hundert. Jaschwili, ne, Ex-Spieler von Freiburg, der warnt uns wieder vor einem Spieler. Naja, zuletzt war es ja Finke. Jetzt ist es
Iashvili. Okay. Vielen Dank. Prüftitel, Götter, deine gute Mama. Ja, na komm, Dorgan. Und Folge wäre jetzt eigentlich beendet. Ich weiß nicht. Machen wir jetzt Schluss? Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt an der Stelle schon Schluss. Dann haben wir eben mal kein Spiel in dieser Folge. Aber in der nächsten Folge dann auf jeden Fall das Spiel gegen Schalke. Okay. Und in der Folge haben wir ja über Jens Keller gesprochen. Ja, über Jens Keller. So, gut. Dann bis morgen. Tschüss.